Sie sehen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2006. Aufgezeichnet beim Forum für Verantwortung an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Professor Dr. Hans Joas war bis 2011 Leiter des Max-Weber-Kollegs für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt. Er ist Mitglied des Committee on Social Thought der Universität von Chicago und gehört zu den führenden Soziologen der Gegenwart. Professor Dr. Hans Joas spricht zum Thema Gesellschaft, Staat und Religion, ihr Verhältnis in der Sicht der Weltreligionen. Ich beginne mit den Überlegungen, warum zurzeit alle über Religion reden, nachdenken, diskutieren. Ich glaube, dass man an vier Zusammenhänge dabei denken muss, von denen zwei relativ naheliegend sind, häufig erwähnt werden, auch politiknah sind, und zwei andere sich vielleicht nicht im selben Maße sofort erschließen. Der erste Zusammenhang, der ließe sich signalisieren mit dem Datum 11. September 2001. Also es ist keine Frage, dass durch dieses grauenvolle Großereignis vielen Menschen schockhaft bewusst geworden ist, dass es so etwas gibt wie eine politische Bewegung des Islamismus und einen islamistisch, nicht islamisch motivierten Terror, der organisiert ist, mindestens in der Form eines weltweiten Netzwerkes. Natürlich waren beide Phänomene zu diesem Zeitpunkt nicht neu. Über den politischen Islamismus haben mindestens die Fachleute, aber doch auch viel mehr als die Fachleute, spätestens seit der iranischen Revolution von 1979 diskutiert. Und auch einen islamistischen Terror hat es vor dem 11. September schon gegeben. Man muss nur daran erinnern, dass selbst auf das World Trade Center, das also so spektakulär zusammengestürzt ist, dann nach den Flugzeugattacken schon Jahre vorher ein terroristischer Anschlag verübt wurde. Das Datum 11. September hat aber vielleicht verstärkt auch ein Bewusstsein dafür ausgelöst, dass es einen politisierten oder Einfluss auf die Politik ausübenden protestantischen Fundamentalismus in den USA gibt. Da ist in Europa relativ wenig Bewusstsein bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vorhanden gewesen. Nun ist es durchaus umstritten und durchaus unklar, in welchem Maße dieser protestantische Fundamentalismus Auswirkungen hat auf die tatsächliche amerikanische Politik. Da kann man auch skeptisch sein. Manche glauben, das ist eine sehr starke Wirkung. Ich gehöre zu denen, die an dieser Stelle eher etwas vorsichtig sind. Aber kein Zweifel ist, dass die amerikanische politische Führung in den letzten Jahren stark Rücksicht nimmt auf die Stimmung von Wählerschichten, die dem protestantischen Fundamentalismus nahestehen. Also mindestens in der Selbstdarstellung der Politik, vielleicht nicht in der Substanz der Politik, spielt das in den USA eine beträchtliche Rolle. Das würde ich als den ersten solchen Kontext bezeichnen. Der zweite betrifft nun eher Europa. Auch das ist Ihnen alles bekannt, was ich jetzt sagen werde. Es gibt Probleme bei der Integration von Einwanderern in Europa und es gibt besonders starke Probleme bei der Integration muslimischer Einwanderer. Diese Fragen stehen in einer merkwürdigen Berührung mit den Fragen, die sich bei der Erweiterung der EU stellen. Vor allem wiederum bei der möglichen Erweiterung in Richtung auf ein muslimisch geprägtes Land wie die Türkei. Gleichzeitig mit der Erweiterungsdiskussion und der migrationspolitischen Diskussion fand in Europa, findet vielleicht in der Zukunft wieder, die Verfassungsdiskussion statt mit der großen strittigen Frage, inwiefern in dieser Verfassung oder in der Präambel zu dieser Verfassung eigentlich ein Gottesbezug auftreten soll. Also dies sind eigentlich voneinander trennbare politische Debatten, die aber Wechselwirkungen aufeinander ausüben und die sicher die Gemeinsamkeit haben, dass in ihnen die Frage nach der Identität Europas und nach einer möglichen religiösen Prägung dieser Identität Europas trotz aller Säkularisierung in der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit, also nach oben gekommen sind. Die Situation ist dabei teilweise recht paradox. Man kann etwa beobachten, dass in der Debatte über die Erweiterung der Europäischen Union um die Türkei
auch solche Beiträge und solche Beiträger den christlichen Charakter Europas hervorheben, die bisher eigentlich mit dem Christentum nie etwas am Hut hatten. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll, aber es ist sehr deutlich zu sehen, dass Leute, die zum Beispiel in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre große Skepsis gegenüber den Umwälzungen auch im Osten Europas geäußert haben und eher wiedervereinigungsskeptisch waren, immer die Aufklärung als Europas Identitätsmerkmal betont haben und jetzt plötzlich das Christentum, wenn es erneut um Fragen solcher Erweiterung und Einbeziehung geht. Auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Bildungsebene, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich ja auf die politischen und intellektuellen Eliten, auf einer ganz anderen Ebene kann man etwa in Berliner Schulen Ähnliches beobachten. Dort begegnen völlig säkularisierte Ostberliner Brandenburger Schüler in ihren Schulklassen intensiv religiösen muslimischen Mitschülern. Und diese muslimischen Mitschüler werfen nun den säkularisierten Ostschülern, teilweise auch Westschülern, vor, ihr habt ja noch nicht einmal eine Religion. Und das ist etwas, was die nicht auf sich sitzen lassen wollen, obwohl sie überhaupt keine haben, ja, und wirklich sozusagen religiös analphabetisch sind. Aber ich höre, die Schüler wenden sich an den Lehrer und sagen, diese Türken haben gesagt, wir haben keine Religion. Was sollen wir denn darauf antworten? Und wir möchten mehr darüber erfahren. Es ist doch gar nicht wahr, dass wir hier nie eine gehabt hätten, oder? Ja, und plötzlich entsteht aus dieser Konfrontation heraus, entstehen neue Fragen und eine Wiederbelebung mindestens von Traditionen. Das, glaube ich, kann man in eine Parallele setzen mit der Verfassungsdiskussion und der Frage dort, ob die religiösen Traditionen ein historisch zu erinnerndes Erbe Europas sind und also wenigstens in diesem Sinne auftauchen sollten, oder ob sie mehr sind, nämlich sogar eine gegenwärtige Orientierung. Der dritte und der vierte Zusammenhang scheint mir weniger offensichtlich zu sein. Den dritten würde ich als einen Wechsel in der philosophischen Grundstimmung in Europa bezeichnen. Und ich habe den Mut, dafür jetzt eine Formel in die Welt zu setzen, und ich sage, das ist so etwas wie das Ende der sogenannten Postmoderne, das Ende der Postmoderne. Vielleicht handelt es sich da nur um eine Verschiebung in den intellektuellen Moden, aber Sie werden wissen, dass von den späten 70er Jahren ab in vieler Hinsicht ein Denken dominiert hat, in dem ein ganz reicher kultureller Pluralismus, ein entgrenzter kultureller Pluralismus, als etwas durch und durch Schönes, Gutes, allen Individuen Freiheit und Kreativitätschancen Verbürgendes aufgefasst worden ist. In dem Zusammenhang war die Schlüsselformel dieses Denkens etwas merkwürdig ausgedrückt, aber es stammt von einem Wortführer dieser Postmoderne, dem französischen Philosophen Lyotard: das Ende aller Meta-Erzählungen. Das sollte heißen, es gibt künftig nur noch die kleinen Geschichten. Jeder hat eine Lebensgeschichte und so weiter, aber es gibt keine großen Geschichten mehr, nicht die marxistische Geschichtserzählung, aber auch keine andere große Fortschrittsgeschichte und schon gar keine Heilsgeschichte. Ich glaube, dass man sagen kann, dass diese Diagnose unserer Zeit ihre Überzeugungskraft, auch bei denen, mit denen sie diese Überzeugungskraft gehabt hat, sie hat ja nicht bei allen diese Kraft gehabt, in der Gegenwart verliert oder schon verloren hat. Dass der kulturelle Pluralismus ist immer mehr durchschaut worden in der Richtung dessen, dass es doch bestimmte Grenzen und bestimmte Umgangsformen in diesem Pluralismus geben muss, die den Pluralismus überhaupt möglich machen und gewährleisten. Also das ist ein umständlicher Ausdruck, um zu sagen, wir brauchen, wenn es Pluralismus geben soll, zum Beispiel ein Ethos der Toleranz.
Wir müssen wollen, dass die anderen neben uns in anderer Weise leben, dass wir gewaltfrei zusammenleben. Insofern könnte man von einem Ethos der Gewaltfreiheit sprechen. Dieses Ethos der Toleranz oder das Ethos der Gewaltfreiheit ist dann aber selber nichts Relatives, wo man sich darüber freuen kann, dass daneben auch noch etwas anderes steht, was gegen die Toleranz und gegen die Gewaltfreiheit gerichtet ist. Man stößt also auf die Notwendigkeit gemeinsamer Werte und von bestimmten Verfahrensweisen, Prozeduren, auf die man sich immerhin gemeinsam einigen kann, die aber auch abgestützt sein müssen, die verteidigt werden müssen gegen die, die sich nicht an diese Regeln halten, die sich diesen Werten prinzipiell entziehen und die weitergegeben werden müssen an die jeweils Jüngeren, an die immer neuen Generationen. Das sehe ich als den dritten solchen Zusammenhang. Und den vierten würde ich nennen eine Krise oder ein Ende der Vorstellung von der immer weiter fortschreitenden Säkularisierung. 100, 150 Jahre lang hat mindestens in den Sozialwissenschaften, auch in der Philosophie, vielleicht überhaupt bei allen Gebildeten, selbst bei gläubigen Gebildeten, die Vorstellung geherrscht, dass Modernisierungsprozesse mit einer Art inneren Notwendigkeit zu Säkularisierungsprozessen führen. Diese Vorstellung war natürlich von Europa abgelesen. Aber in Verbindung mit einem Überlegenheitsgefühl der Europäer, nämlich dass die Entwicklung, die sie durchmachen, an der Spitze des Fortschritts ist, sodass andere nur nachziehen werden, wurde diese Überlegung auf die ganze Welt übertragen, mindestens als Erwartung. Bei uns gibt es eine Säkularisierung schon, die sich, wenn andere Weltteile moderner werden, dann auch dort abspielen wird. Die europäischen Ausnahmen von dieser These, also Länder, in denen die Säkularisierung nicht stark vorangeschritten ist, in Europa, am berühmtesten ist immer das Beispiel Polen, wurden eben aus Sonderbedingungen erklärt. Und selbst die USA, eine Gesellschaft also, von der niemand sagen kann, ja, die sind noch nicht so ganz modern, das wird erst noch kommen und wenn es dann kommt, wird auch dort die Säkularisierung sich durchsetzen. Selbst die USA wurden als abweichender Sonderfall behandelt. Hier hat sich die Stimmung definitiv gewendet. Wir sind ja eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten Zeugen geworden eines rapiden Modernisierungsprozesses außerhalb Europas und Nordamerikas. Und damit auch außerhalb des hauptsächlich jüdisch-christlich geprägten Kulturkreises. Damit wird plötzlich Europa aber auch in ein ganz anderes Licht getaucht. Die europäische Säkularisierung, die vorher als selbstverständliche Folge von Modernisierungsprozessen erschien, ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich, sondern man muss fragen, ist vielleicht im Weltmaßstab gesehen Europa der Sonderfall, der erklärungsbedürftig ist. Und es gibt ein Buch einer britischen Religionssoziologin, das heißt deshalb genauso Europe, the Exceptional Case, Europa, der Ausnahmefall. Ich will jetzt in einem zweiten Teil über diese beiden Schlüsselbegriffe sprechen, Säkularisierung und Weltreligionen. Beginnen wir mit dem Begriff der Säkularisierung. Den gibt es schon, wenn man nur sozusagen die Fachzusammenhänge betrachtet, in drei ganz verschiedenen Versionen. Es gibt ihn als rechtlichen und rechtswissenschaftlichen Begriff. Es gibt ihn, den Begriff der Säkularisierung, als philosophischen Begriff und es gibt ihn als sozialwissenschaftlichen Begriff. Und das möchte ich gerne ein bisschen auseinanderhalten. Als Rechtsbegriff hat der Begriff Säkularisieren wohl ursprünglich bezeichnet den Übergang von Ordensangehörigen in den Status des Weltpriestertums, also aus dem klösterlichen Zusammenhang heraustreten. Keineswegs das Aufgeben
des Priesteramtes, sondern aus dem klösterlichen Zusammenhang herausgehen und in der Welt als Priester wirken. Bekannter ist ihnen allen, weil in der deutschen Geschichte einen wichtigen Einschnitt darstellend, der Begriff der Säkularisation. Das bedeutet etwas anderes. Es bedeutet die Verstaatlichung oder jedenfalls die Einziehung und oder Enteignung kirchlichen Besitzes. Wie bei der Aufhebung der Klöster, bei der Aufhebung geistlicher Fürstentümer, also einschneidend gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich geschehen. Wenn die Philosophen, vor allem die Geschichtsphilosophen, von Säkularisierung reden, und das gibt es seit dem 19. Jahrhundert, dann meinen sie damit Zusammenhänge zwischen, sagen wir mal, modernen Phänomenen und der christlichen Tradition. Genealogische Zusammenhänge. Inwiefern kommt etwas Heutiges aus einer religiösen Tradition und im europäischen Fall dann typischerweise aus der christlichen Tradition hervor? Das ist die philosophische Verwendung. Und ich habe mich jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt, weil die Wertakzente dabei, ob also diese Säkularisierung dann etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, enorm wechseln, je nachdem, auf welchen Denker sie blicken. Vertraut man den Darstellungen zur Begriffsgeschichte, waren es protestantische Theologen, die den Begriff zuerst verwendet haben und diese durchaus, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und diese durchaus in einem positiven Sinn, also nicht in einem klagenden Sinn, sondern positiv in dem Sinne, dass das Christentum doch sozusagen nicht weltfern bleiben darf, sondern sich verwirklichen muss in der Welt, sich in diesem Sinne säkularisieren, dass es die Kultur, den Staat immer mehr durchdringt. Einen ganz anderen Wertakzent finden Sie, wenn Sie auf Feuerbach und Marx blicken, die aber übrigens nicht so sehr von Säkularisierung, sondern eher von Verweltlichung gesprochen haben, was aber schon denselben Sinn hat. Da war der Gedanke natürlich eher, endlich muss sich der moderne Mensch von dem religiösen Erbe befreien und sich die religiösen Illusionen aus dem Kopf schlagen und in dem Sinn voranschreiten. Am wichtigsten aber ist für den vorliegenden Zusammenhang der dritte Kontext, die sozialwissenschaftliche Verwendung des Begriffs der Säkularisierung. Nun ist leider selbst wiederum in den Sozialwissenschaften der Begriff mehrdeutig. Und am erfolgreichsten bei der Klärung ist der spanisch-amerikanische Religionssoziologe José Casanova, der drei verschiedene Bedeutungen des Säkularisierungsbegriffs in den Sozialwissenschaften unterschieden hat. Das liegt mir nun wirklich sehr am Herzen. Alle drei, also dass wir die voneinander unterscheiden, diese drei Bedeutungen, alle drei haben einen Sinn. Alle drei Sachverhalte, die damit bezeichnet sind, sind wichtig, aber sie sind nicht miteinander identisch. Die erste Verwendung ist im Sinne von abnehmende Bedeutung von Religion. Säkularisierung als abnehmende Bedeutung von Religion. Wenn Sie einen Moment darüber weiter nachdenken, werden Sie merken, selbst das ist eigentlich in sich relativ unklar. Weil was heißt schon der Religion? Meinen wir damit zum Beispiel die Mitgliedszahlen von Kirchen und Religionsgemeinschaften? Oder meinen wir damit die Teilhabe am Sonntagsgottesdienst oder an sonstigen religiösen Ritualen? Oder meinen wir damit die Verbreitung von Glaubenseinstellungen? Das sind drei ganz verschiedene Dinge und man könnte sich die Unterscheidung nur sparen, wenn es so wäre, dass die ganz eng miteinander zusammenhingen, aber so ist es nicht. Ja, also wir wissen, dass Leute Mitglieder in den Kirchen bleiben, aber eigentlich keinen Glauben haben oder nicht Mitglied in einer Kirche sind, aber bei der Frage, ob sie an Gott glauben und an ein Leben nach dem Tode, selbstverständlich mit Ja antworten. Also fallen diese Dinge auseinander. Trotzdem nehmen Sie als eine Bedeutung von Säkularisierung
für unsere Zwecke hin abnehmende Bedeutung der Religion. Eine zweite Bedeutung nach Casanova ist Rückzug der Religion aus der Öffentlichkeit ins Private. Das ist ja was anderes als einfach abnehmende Bedeutung der Religion. Aber wieder bin ich so boshaft, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Formulierung Rückzug ins Private natürlich vieldeutig ist. Denn wo liegt schon dieses Private? Soll das heißen, nur Rückzug aus den großen politischen Diskussionen im Staat? Oder soll es heißen zum Beispiel auch Rückzug aus der Gesprächswelt der Familien- und Freundeskreise? Wo ist dieses Private? Ist es letztlich nur ganz in uns drinnen, sodass keiner mehr über die letzten Fragen mit irgendjemand anderem redet? Oder heißt es nur, die Religion meidet die Auseinandersetzung mit den großen öffentlichen Fragen? Und drittens, dritte Bedeutung von Säkularisierung, Freisetzung gesellschaftlicher Bereiche von direkter religiöser Kontrolle. Freisetzung gesellschaftlicher Bereiche wie meinetwegen der Wirtschaft. Sie wissen, dass es im Christentum gegeben hat und im Islam noch gibt, die große Skepsis gegenüber dem Zinsnehmen, das Wucherverbot. Das ist eine direkte Auswirkung einer religiösen Norm auf das Wirtschaftsleben. Und eine Religion muss zurechtkommen mit der Spannung. Ja, kann sie es ertragen, dass im Wirtschaftsleben etwas ist, was aus religiösen Gründen vielleicht nicht zulässig ist? Die dritte Bedeutung wäre also, die Religion verliert die Kontrolle über die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche oder sie gibt sie freiwillig auf. Sie begrüßt es selbst, nicht alles regeln zu müssen. Ja, das kann wiederum sehr verschieden in verschiedenen Religionen und in verschiedenen historischen Phasen sein. Jetzt komme ich zu dem Begriff der Weltreligion. Auch das ist wie der Begriff der Säkularisierung ein Begriff, der uns allen schnell und leicht über die Lippen geht. Aber wenn Sie über ihn nachdenken wieder, werden Sie merken, es ist ziemlich unklar, was wir eigentlich mit Weltreligion meinen. Deshalb erlaube ich mir auch an der Stelle so einen kurzen begriffsgeschichtlichen Rückblick. Im Deutschen gab es den Begriff schon im 17. und 18. Jahrhundert, allerdings mit völlig schwankender Bedeutung. Bei manchen mit der einfach trivialen Bedeutung, alle Religionen der Welt. Die Weltreligionen sind die Religionen, die es auf der Welt so gibt. Bei anderen, zum Beispiel Goethe in Wilhelm Meister, wird der Begriff verwendet im Sinn von einer nicht so furchtbar innerlichen Religion. Also eine Weltreligion ist für das Weltkind Goethe sozusagen das Bessere. Ja? Also sich nicht verschließen in der eigenen Innerlichkeit, sondern draußen wirken. Und bei anderen Schriftstellern und Denkern gibt es nochmal andere Verwendungen. Eine einigermaßen eindeutige Verwendung finden wir erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die Religionsgeschichtsschreibung und eine vergleichende Religionswissenschaft immer weiter ausgebreitet haben. Und da sind nun drei Aspekte zu bemerken. Als Weltreligionen werden bezeichnet Religionen, von denen man behauptet, dass sie geistig und ethisch höher stehen als die primitiven Religionen. Also der Begriff der Weltreligion ist dann ein Gegensatz zu einer primitiven Religion. Zweitens werden als Weltreligionen bezeichnet die Religionen, die einen weltweiten Einfluss haben. Die großen Religionen könnte man dann meinen. Diejenigen, die geografisch weit verbreitet sind, die über Massen von Bekennern, von Mitgliedern vielleicht, von Trägern verfügen. Und drittens werden als Weltreligionen bezeichnet diejenigen Religionen, die den Anspruch haben, mehr zu werden, die eigentlich alle Menschen gewinnen wollen,
die deshalb missionieren, friedlich, kriegerisch, mit verschiedenen Mitteln, die aber auf jeden Fall nicht annehmen, dass die Zugehörigkeit zur Religion irgendwie auch gebunden ist noch an andere Merkmale, dass man zu einem bestimmten Volk, zu einer bestimmten Kultur gehören kann, sondern die hinausgehen und alle Völker gewinnen wollen für den eigenen Glauben. Diese drei Bedeutungen hängen natürlich alle miteinander ein bisschen zusammen. Man kann sehen, dass es Religionen gibt, bei denen die meistens europäischen, meistens vom Christentum selbst geprägten Wissenschaftler und Denker nicht gezögert haben, sie als Weltreligionen zu definieren, und dass es andere gibt, wo es Streit gab und zum Teil den Streit bis heute gibt. Unumstritten als Weltreligionen sind traditionell das Christentum, der Islam und der Buddhismus. Eigentlich in jedes Buch, Sie finden verschiedene Listen, ja, in verschiedenen Büchern, aber diese drei werden Sie immer finden. Umstritten, gerade im 19. Jahrhundert, war, inwiefern das Judentum als Weltreligion klassifiziert werden darf. Man kann ja von einem Spannungsverhältnis im Judentum zwischen einem anspruchsvollen ethischen Universalismus und Zusammenhängen mit Ethnizität sprechen. Deshalb war es umstritten. Beim Konfuzianismus war es umstritten, weil es viele gibt, die behaupten, dass der Konfuzianismus eigentlich, zumindest lange Zeit, gar keine Religion gewesen sei, sondern nur eine Philosophie und eine Ethik. Und so wenig wir von Platon und Aristoteles als einer Religion sprechen, wäre dann von Konfuzius als einem Religionsstifter zu reden. Beim Hinduismus gibt es einen Streit, ob der Hinduismus wirklich sich abgelöst hat von einer nicht ethnischen, aber doch spezifisch kulturellen Wurzel, ob er schon immer darüber hinausgewachsen war oder ob er von einem bestimmten Zeitpunkt hinduistischer Selbstreform oder Reformation ab erst als Weltreligion aufgefasst werden darf. Ich will jetzt erörtern und erläutern, was die Schlüsselfrage ist oder was die Liste von Schlüsselfragen ist, die den Vorträgen über die Weltreligionen zugrunde gelegt werden sollen. Ich habe diese Fragen bezogen aus einem großen und klassischen Buch. Einem Buch, das im Jahre 1912 von dem protestantischen Theologen, Religionshistoriker, man kann noch manches andere über ihn sagen, Philosophen, Soziologen Ernst Troeltsch veröffentlicht wurde und das den Titel hat: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Ich glaube, dass er vier Fragen im Wesentlichen, und zwar unter Bezug auf das Christentum, in diesem Buch gestellt hat. Er hat erstens gefragt: Was ist eigentlich die tiefst sitzende religiöse Inspiration einer bestimmten religiösen Richtung? Kann man dazu etwas sagen? Bezogen auf das Christentum schien ihm das ganz klar zu sein. Für das Christentum die Idee des liebenden Gottes und, wie er formuliert, einer aus Gott quellenden und zu ihm zurückkehrenden Liebe. Zu ihm zurückkehrend soll heißen, dass für das Christentum der Gedanke, nicht nur der Gedanke, das Gefühl zentral ist, dass wir, weil wir uns von Gott geliebt wissen, selber die Schranken unserer Liebesfähigkeit öffnen können, ja, und anderen in anderer Weise lieben können und ein Leben der Liebe führen können. Das bezieht sich jetzt nur auf das Christentum. Aber die erste Frage wäre also: Lässt sich für die jeweilige religiöse Tradition eine solche Grundinspiration kenntlich machen? Zweitens dann:
Was folgt aus dieser religiösen Grundidee einer religiösen Tradition? Für die Gestalt der religiösen Gemeinschaft. Also wie soll eigentlich die Gläubigen, die diesen Glauben teilen, wie sollen die eigentlich miteinander leben und ihren Glauben teilen? Drittens, was ist die in einer religiösen Tradition angelegte Vorstellung über das Zusammenleben der Menschen insgesamt? Nicht nur der Gläubigen miteinander, sondern über die Einrichtung des ganzen Gemeinwesens. Wie soll der Staat eingerichtet sein? Wie soll die Gesellschaft eingerichtet sein? Wie soll eigentlich Familie aussehen? Und das würde ich dabei unbedingt hinzunehmen, wie soll eigentlich das Verhältnis geregelt werden zwischen denen, die einen bestimmten Glauben teilen, und denen im selben Gemeinwesen, die diesen Glauben nicht teilen? Wie soll die Grenze verlaufen? Wie sollen sich die zueinander verhalten? Was hat eine religiöse Tradition für diese Fragen für Antworten bereit? Und viertens, wie müssen wir uns die kausalen Einflüsse vorstellen? Das soll heißen, wie formt, meinetwegen in der europäischen Geschichte, das Christentum oder diese oder jene Richtung des Christentums nun tatsächlich den Staat und die Gesellschaft und die Wirtschaft? Welche Einflüsse lassen sich da feststellen? Und natürlich ebenso stark die umgekehrten Einflüsse. Welche Wirkungen haben wirtschaftliche Entwicklungen, politische Entwicklungen, Kriege und so weiter nun eigentlich auf die Gläubigen, auf die Selbstdeutung des Glaubens in einer bestimmten religiösen Tradition, auf die religiösen Gemeinschaften? Kommt es zu einer Art Einheitlichkeit an einem bestimmten historischen Augenblick oder nicht? Ist eine solche Einheitlichkeit überhaupt zu wünschen? Nun hat Ernst Troeltsch diese Fragen nur auf das Christentum angewandt. Also ich zögere nur zu sagen, bei einer Leistung, die die gesamte Geschichte des Christentums auf 1000 Seiten abhandelt. Aber gleichwohl, es geht nur um das Christentum. Und es ist doch keine Frage, dass wir eigentlich dabei nicht bleiben können und heute noch viel dringender als vor 100 Jahren diese Fragen eigentlich auf alle Weltreligionen anwenden müssen. Das ist natürlich ein gigantomanisches Programm, das meines Erachtens nur arbeitsteilig verfolgt werden kann. Es hat allerdings schon einmal jemand gegeben, der versucht hat, dieses Programm zu verfolgen, in einer nicht arbeitsteiligen Weise, sondern als Ein-Mann-Unternehmen. Und dieser jemand war ein Freund und sogar Heidelberger Hausgenosse des genannten Troeltsch, nämlich der Max Weber, der vorhin ernannt worden ist. Max Weber hat tatsächlich versucht, auf eigene Faust so etwas zustande zu bringen, wie das, was ich gerade skizziert habe. Es gibt von ihm einen berühmten Brief an seinen Verleger vom Dezember 1913, in dem er über ein Manuskript, das er angeblich abgeschlossen hatte, ja, wir wissen, dass dies nicht ganz der Fall war, in diesem Brief schreibt, er habe, ich zitiere aus dem Brief, eine geschlossene Theorie und Darstellung ausgearbeitet, welche die großen Gemeinschaftsformen zur Wirtschaft in Beziehung setzt, von der Familie und Hausgemeinschaft zum Betrieb, zur Sippe, zur ethnischen Gemeinschaft, zur Religion. Und jetzt kommt's, was mir daran so wichtig ist, alle großen Religionen der Erde umfassend, Soziologie der Erlösungslehren und der religiösen Ethiken, was Troeltsch gemacht hat, jetzt für alle Religionen nur wesentlich knapper. Zum Glück, ja, und so weiter. Dein Versuch dazu ist, das war 1913 geschrieben, in Wirklichkeit Fragment geblieben. Also es ist nicht wirklich abgeschlossen worden. Es kam auch der Krieg. Ich frage mich aber,
ob sich Max Weber, als er diesen Brief geschrieben hat, selber wirklich ganz richtig verstanden hat oder ob da nicht sogar teilweise ein Selbstmissverständnis vorliegt. Wenn ich seine Schriften, Webers Schriften lese, habe ich nämlich nicht den Eindruck, dass er das Programm von Trölsch mit meinen 4 Fragen wirklich auf alle Weltreligionen angewendet hat. Ich glaube, dass bei Weber sich etwas in den Vordergrund gedrängt hat, was bei Trölsch nicht im Vordergrund war. Und das war der Bezug zur Wirtschaft. Max Weber hat sich vor allem für die Vorstellungen über Wirtschaft in den religiösen Traditionen interessiert und hat sich vor allem dafür interessiert, inwiefern wirtschaftliche Entwicklungen mit religiösen zusammenhängen. In dem Text, auf den Max Weber sich bei diesem Brief vor allem bezogen hat, kann man sagen, dass er auch immer wieder über diese Fixierung auf wirtschaftliche Probleme selber hinausgegangen ist, aber ich bezweifle, dass er konsequent genug darüber hinausgegangen ist. Ein Vorteil, der durch den Rückgang auf Trölsch, wenn ich das so ausdrücken darf, statt der Orientierung an Weber an dieser Stelle gewonnen werden könnte, wäre, dass Trölsch mehr als Weber die Frage gestellt hat, was sind eigentlich die Möglichkeiten für eine moderne Religiosität. Also ich glaube, dass er freier war von der Vorstellung, dass Säkularisierung voranschreitet. Und wer davon frei ist oder freier ist, der muss natürlich fragen, was sind eigentlich in den jeweiligen religiösen Traditionen die Chancen zu einer gegenwartsadäquaten Neudeutung, Neuartikulation der eigenen religiösen Tradition. Damit nähere ich mich dem Ende. Ich möchte sagen, dass wenn wir dieses Programm verfolgen, wir noch ein paar Leitlinien sozusagen im Kopf haben müssen. Ich nenne folgende. Wir reden so schnell von den Religionen, zum Beispiel von dem Christentum, als wäre das selber eine in sich geschlossene Einheit. Aber es gibt nicht nur die ganz verschiedenen Richtungen des Christentums, katholisch, protestantisch, orthodox, orientalische Richtungen und innerhalb des Protestantismus allein ein großes Spektrum, sondern auch über Zeit hat sich die Vorstellung ja immer wieder verändert, was eigentlich das Christentum ausmacht. Wir tun auch so, als wären Religionen gegeneinander abgedichtet, was zum Beispiel der europäischen Religionsgeschichte keine Gerechtigkeit widerfahren lässt, wo es natürlich intensive Wechselwirkungen zwischen den in Europa vorhandenen religiösen Traditionen immer gegeben hat. Ja, Einflüsse des Jüdischen aufs Christliche, auch des Islam auf das Christentum und auch in der Gegenrichtung. Und im 19. und 20. Jahrhundert durch die Intensivierung von Kolonialisierung und Missionierung haben solche Wechselwirkungen zwischen den Religionen eher noch zugenommen. Durch immer mehr wachsende religiöse Heterogenität in den heutigen Gesellschaften, ja, können wir, glaube ich, voraussagen, dass das eher in diese Richtung, also der Verknüpfung und der Auseinandersetzung religiöser Traditionen weitergehen wird. Dann eine zweite solche Warnung. Wir sollten nicht zu schnell annehmen, dass in religiöse Traditionen eindeutige politische Konzeptionen eingelassen sind. Denken Sie daran, wie viele Leute in Europa oder Amerika einige Jahrzehnte im 20. Jahrhundert mit dem Hinduismus sozusagen Gandhi assoziiert haben. Eine Politik der Gewaltfreiheit. Und wie sehr dann dieselben Leute erschrecken, wenn sie hören, dass es Gewalttaten von Hindu-Nationalisten gibt. Gewalttätiges Vorgehen gegen Moslems in Indien. Denken Sie an den Daoismus, der den meisten bekannt ist über Atemtechniken, Enthaltsamkeitspraktiken, das Ethos des Nicht-Widerstehens. Die Leute sind dann ganz überrascht, wenn sie erfahren, dass an einem frühen historischen Punkt es sich eher um eine Form des politischen Denkens gehandelt hat.
Und dass diese, das Ethos des Nichtwiderstehens an bestimmten historischen Punkten sozusagen zur Ideologie von agrarischen Revolutionären werden konnte. Beim Islam mache ich mir manchmal das Vergnügen, darauf hinzuweisen, dass William James, der große Religionstheoretiker, in einem Buch von 1902 geschrieben hat, dass doch wohl überhaupt niemand daran zweifelt, dass der Islam eine höhere Affinität, eine Wahlverwandtschaft zur Demokratie aufweise als das Christentum. Wenn das meine Studenten in Chicago lesen, denken sie, der war verrückt. Aber das war der Konsens. Der Katholizismus durch seine Hierarchie und Zentralisierung ist ungeeignet für Demokratie, der Islam durch seine Dezentralisierung äußerst geeignet. Wie anders empfinden die Zeitgenossen das politische Potenzial des Islam? Aber eben auch, wir müssen uns selbst an der Nase fassen, im Christentum ist es doch schließlich so, dass Formen des christlichen Patriarchalismus als das Richtige galten, was aus dem Christentum folgt. Dass es einen katholisch sich begründenden spanischen Faschismus gegeben hat und dass wir uns nur in die Tasche lügen, wenn wir so tun, als wären die Menschenrechte und das Pathos der Religionsfreiheit immer schon das Herzensanliegen aller Christen und die einheitliche Lehre christlicher Theologie gewesen. Deshalb lautet die Frage doch eher, was sind in den verschiedenen religiösen Traditionen religiöse Wurzeln eines Ethos der Toleranz und eines Ethos der Religionsfreiheit? Vielleicht eine dritte solche und letzte solche Vorwarnung noch. Wir sollten die Geschichte von Religionen nicht als die Entfaltung einer irgendwie unveränderlichen Idee betrachten. Ich selber bin ein ganz starker Anhänger der Vorstellung, dass es eigentlich Religionen gar nicht gibt, wenn man es ganz drastisch formulieren würde, sondern nur Menschen, die glauben. Kein von Menschen ablösbares Gebilde. Es gibt nur Menschen, die glauben. Und es gibt Menschen, die glauben, die politisch handeln. Und es gibt Menschen, die eben politisch handeln und glauben und deshalb Zusammenhänge zwischen ihrem politischen Handeln und ihrem Glauben herstellen müssen. Ich glaube, dass wir die Fragen so stellen müssen, wie ich es mit diesen Vorwarnungen etwas angegeben habe, wenn wir erreichen wollen, dass die Beschäftigung mit dem Thema Säkularisierung und die Weltreligionen nicht ein Beitrag wird zu dem, was ja zurzeit auch in der öffentlichen Diskussion immer vorkommt, Kampf der Kulturen, sondern gerade ein Versuch wird, zu verhindern, dass aus diesem Kampf der Kulturen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird. So, vielen Dank. Sie sahen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2006, aufgezeichnet beim Forum für Verantwortung an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Es sprach Professor Dr. Hans Joas zum Thema Gesellschaft, Staat und Religion – Ihr Verhältnis in der Sicht der Weltreligionen.